Jo, herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Porsche. Und wollen wir nochmal eine Runde Evolution hier weiterfahren, nicht wahr? Klassische Clubrennen hat man jetzt durch. Jetzt könnte man natürlich die goldenen Club mal fahren. Einfach um erst ein bisschen Kohle wieder zu verdienen. Da habe ich den 914er 2 Liter ja schon extra beschafft gehabt. Der allerdings noch gepimpt werden muss. Oh, durch die Bank, ja. Okay, machen wir das doch mal eben. Von hoher Geschwindigkeit kann bei dem Wagen nicht wirklich die Rede sein, aber na gut. Wenn die Reifen auch gleich mit, können wir eventuell gebrauchen. Korsika ist die erste Strecke, alles klar. Rüsten wir mal auf. Klick, 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 klick. Jede Menge Reifen. Ein Kram, den wir nicht mehr brauchen. Dann machen wir Geld draus. Ich habe mich da verklickt. So. Ja dann. Auf geht die wilde Fahrt. Die nicht wild wird mit dem Flop Porsche. Schön ruhiges hier als wild. Solange ich dadurch nicht nach hinten falle, was ja zum Glück nicht der Fall ist. Zum Glück hat er sich da der eine rechtzeitig zurückgesetzt und vielleicht den voll drauf geschmettert. Oh, ich vergaß völlig, diese Turniere sind ja mit Verkehr, ne? Erster Platz weit über 10 Sekunden vor mir, aber ich hole drastisch auf. Nochmal 10 Sekunden drauf. Gucken, ob wir den noch kriegen.
wenn nicht später in den nächsten Cruisings. Ich nenne es mal Cruisings, weil mit dem Wagen ist es ja mehr Cruisen als Racen. Obwohl die 2-Liter-Version hier schon ein bisschen besser ist. Immerhin. Aber da ist er. Gucken, ob ich den tatsächlich noch kriege vor der Startlinie hier. Ziellinie, so. Hier fährt man ja von A nach B auf der Strecke, soweit ich das jetzt zumindest bisher geblickt habe immer. Ja, mach mal schön deinen Bremser, ich zieh dich ab. Und tschüss. Du hast das Rennen gewonnen. Genau. Du führst die Turniertabelle an. Ernsthaft das beste Rennen mit dem 944er da gemacht. So, da sind wir wieder. Irgendwie verschwindet da einfach das Mikrofon. Ich verstehe es nicht. Ja, naja. Gut. Müsste ja eigentlich Alps kommen, ne? Ja. Reparaturen ein paar. Dann nehme ich jetzt dann sicherlich besser die Regenreifen. Zum Glück passiert das mit dem Mikrofon nicht während der Fahrt, sondern immer nur mit diesem Auflösungswechsel, der ja eigentlich nicht mehr vorhanden sein dürfte, dank DG Voodoo 2. Aber na gut. Irgendwie verursacht das dann halt noch, dass das Mikrofon dann mal verschwindet im OBS-Studio. Leider, leider. Ich weiß gar nicht, ob das mit dem MSC Afterburn auch so war oder ob das 3, problemlos dann lief. 2, 1, los! Wir stellen das lieber nicht heraus. So ist das im Moment brauchbar. Den 914er mal ordentlich treten hier, würde ich sagen. Wenn du schon überholst, dann zieh wenigstens ordentlich diese Kurven durch. Dump noch eins. Ernsthaft. Na, ja, fahr schön im Gegenverkehr und tschüss. Schönen 3D-Pixel-Effekt hier auf der Windschutzscheibe. Ja. 30 pro Rad, dann muss ich mit 120 fahren oder so. Das funktioniert auch noch. Ja, der Wagen ist halt nicht so der Burner, da kann man auch auf den Speed achten, das geht alles. Thank you.
noch perfekt geschmeidig durch, ja. Oder auch nicht. Störender Verkehr. Der Schein trügt. Da muss man dann noch mal mehr aufpassen, welche Kurve man schneidet. Das waren jetzt wieder unnötige Schäden. Das Geld hätte ich mir definitiv sparen können, aber na gut, machst du nichts. Du bist auf dem ersten Platz. Du führst die Turniertabelle an. Tja, ja. So, hier hat er vorhin das Mikrofon verloren. Jetzt behält er es bei. Keine Ahnung, was da los ist. Schwarzwald. Dann nehme ich wieder die normalen Reifen. Gleich weiter hier. Mit Mikrofon. So was musste ja kommen. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Das kann mir noch genauso gut passieren. Und dann habe ich einen Salat. Thank you.
durch ein kleines Städtchen hier. Solange wieder Verkehr auf meiner Seite ist, ist alles cool, ne? Rahmentechnisch. Schon sind wir durch. Du bist auf dem ersten Platz. Glückwunsch, du hast das Turnier gewonnen. Weiter mit dem nächsten Turnier. So. Das wäre das. Und ja, da machen wir noch mal eine Runde Werksfahrer mit rein. Was auch immer da kommt, schauen wir mal, ob wir das noch hinkriegen hier. Wieder so eine Spiele da. 2, 1, los! Wieso legt dein Gang nicht ein? Das ist eine Nummer, wo ich selber schalten muss, ja? Wenn er mich da auf die Schippe nehmen. Da gab's was, ich erinnere mich, ganz dunkel. Dit.